Mittlerweile sind 7,5 Wochen vergangen, dass ich zum letzten Mal einen mobilen Schild im Einsatz hatte. Mal gucken, ob die Dinger mittlerweile zurück sind. Es gab immerhin ein Update von 300 MB, wobei dafür brauchst du kein extra Update, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Sei nicht so laut. Wie bitte? Ach ja, die vierte Änderung von vor 1,5 Wochen war, dass Kite jetzt C4 hat. Das war das, was mir entfallen ist. Die Willkommensmatten, der Rückstoß der F2, Herzschlagsensor schneller wegpacken und Kite C4. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Wenn man selbst die Twitch-Drohne fährt, dann wirkt die so verdammt leise, aber wenn man der gegenübersteht, dann ist das Ding total laut. Bei mir ist noch ruhig. Bei mir war es schon laut, aber wir sind glaube ich oben. Oben bin ich jetzt auch, aber noch drüben bei dem Büro. Ja, nee, hier unten. Kinderzimmer? Unten, okay. Unten bin ich. Gute Arbeit. Ah, der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Ach Quatsch, falsche Richtung. 10 Sekunden bis Einsatz. Ja. Das war ja im Süden. 5 Sekunden bis Einsatz. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Hier oben ist noch verdammt ruhig. Läsion, ich habe noch 3 Schüsse. Und beim Drogenlabor oder wo? Nee, gegenüber. Also. Okay, ich fahre mal langsamer, falls hier Mutzi schon lauert. Ach, da hinten, okay. Stacheldraht. Irgendeine Kamera? Nö. Oh, hier ist Mutzi-Kram. Hier gehe ich weg. Läsion hat auch was geworfen. Mutzi wird gleich markiert. Mist, hat meine. Oh, da hat sich kaum umgedreht, schon hatte meine Drohne. Blöder Arsch. Also nur erschossen, aber. Das ging fix. Mozi roter Markierungspunkt. Jäger haben sie. Ich komme mal so langsam rüber. Aber hier rein war auch nicht verkehrt. Am Ende haben die noch Krabbschrau. Wird entdeckt. Bestimmt eine Mozi-Drohne. Klang nach Läsion. Schrotflinte, da ist er. Mist. Am gelben Ping war er zuletzt. Oh, was, Mann. Wo, wieso bin ich denn schon wieder alleine? Wo ist er? Toll, deine ist verletzt. Der ist oben verletzt. Toll, gegrapscht. Oh, die geht oben raus. Ja, kommt aber nicht hin. Oh oh. Mit die Waffe wegfliegt. Ich geh mal zum Mozior und sag hallo. Kamera, ich glaub schon. Die beiden so. Letzten. Nee, ist ja noch ein dritter. Jetzt gehen die gleich unten raus. Kopfhörer lauter. Was ist denn eine Drohne irgendwo? Das ist unsere. Gleich haben die mich, die Gegner. Ich mache hier so einen Lärm. Ja, mal rein.
blub, 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 blub. Komm, noch Zeit, ey. Scheiße. Hallo. Was macht sie denn hier? Es bleiben noch 15 Sekunden. Au. Da war ein eigener Trupp wurde eliminiert. Immerhin habe ich drei gefunden, beziehungsweise sie haben mich irgendwie gefunden. Nimm die mir einfach mal so durchs Bild. Die Tante. Ach, kuscheln. Jetzt wird gespukt. Ja, ist auch schon mit. Ja, hast du schon wieder Herausforderungen? Achso, ich wollte ja mal den mobilen Schild ausprobieren. Weil jetzt brauche ich die Kontaktgranaten eh nicht zwingend bei Bereich sichern. Und Munition, Munition. Den Raum sichern. Immer noch null. Ach, Ubisoft. Was machen die denn eigentlich seit 7,5 Wochen? Spielen die Baguette Mikado oder was? Die warten jetzt bis zum nächsten Season. Seit fast 2 Monaten sind die weg. Ach je, Ubisoft. Kann man die Kerzen auch kürzen, ne? Oh, wir haben Kaschle. Na, ob das so gut ist, dass hier alles ist. 5 Sekunden. Mal gucken, ob die da mit Fuse von oben ankommen. Die können auch an den Türen ankommen. Ah, die ist schon kaputt, die Kamera, scheiße. Zugangssperre angebracht. Soll sie nur kommen. Gerät scharf gemacht. Tür im Auge halten. Das ist schwierig. Da ist noch eine Wand offen. Schweinerei. Überleg dich, wo du sie. Eine Außenkamera ist mittlerweile kaputt. Haupteingang noch zu. Ja, Sprengladung wird schon angebracht. Da, rot markiert. Sprengladung, rote Markierung. Da ist auch Ying. Nein. Mann, jetzt gucken wir alle zu dritt dahin, ey. Fahrgutbehälter ist unterbrochen. Die Feinde ausschalten. Einer ist noch in dem kleinen Raum, wo ich auch drin bin. Oh! Mein Teamkollegen angeschossen. Das war, glaube ich, Kapkan. Ich habe noch einen Lebenspunkt. Es kommt eindeutig zu viel in die Tür. Ich versuche mal reinzukommen. Ah, da ist niemand drin. Noch einer. Huh. Ich überlebe das hier mit einem Lebenspunkt. Aufstehen, los. Ich zieh mich zurück. Wir haben alle nur noch kaum Leben. Na, zerschießen die Mine? Offenbar nö. Ich glaube, an der anderen Ecke macht jemand auf, hinter uns. Das klang wie Sophia. Also, Ibane haben sie auf jeden Fall. Ja, Sophia haben. Meine Ecke. Kacke. Das ist deine Ecke? Bis jetzt. Oh nee, dieser. Oh. 0,0 Deckung. Halte die Nadel vor. Ich geh mal nebenan. Oh, da ist ja offen. Nein. Ich werd entdeckt, scheiße. Mit einem Lebenspunkt ist das kacke. Lade nach! Von der Sicherung des Behälters abhalten. Ein Gegner verbleibt.
30 Sekunden noch. Eine Kamera kann ich noch holen. Bis die dann kommt. Wenn sie aus Nordwesten kommt. Na da! Operator des eigenen Trupps. Ach, Maverick voll Energie. Das gewinnt er doch. Zeit läuft in 10 Sekunden ab. Der Gegner versucht nicht mehr den Komm, Behälter fit Gumin. Jawohl! Oder so. Ja, er hat ihn falsch eliminiert. Missionserfolg für eigenen Trupp. Kuckuck. Tot gemacht. Eine von 20 Drohnen, ja. Ach, Drohnenherausforderung auch. Mhm. Und Geräte zerstören. Also auf mit Fuse. Oder mit Termin, mit Termin zeige ich, mit EMP, Mann. MVP gibt's auch, ne? Hab ich. Gewehr und MP müssen auch. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Die lösen. Naja, Gewehr und Maschinenpistole kriegt man mit. So nebenbei. Hier Läsion und ein Drogenlabor. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter. Frau Frost und Läsion haben sie noch. Und Frau Frost kennen wir schon. Läsion ist der Letzte. Dann kommt die Fuse-Drohne an. Ah, da ist sie. Bei dir war das okay. 10 Sekunden bis Einsatz. Der Läsion ist der Letzte. 5 Sekunden bis Einsatz. So, wissen alle Bescheid. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. 5 Leute rennen raus. 7. Au! Hat wirklich schon jemand rausgeschossen da hinten. Vorsicht, Richtung Osten hat schon jemand geschossen. Ich hoffe, es war nicht mein Teamkollege. Tagepi. Aber doch da. Na, siehst du mal. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? 73. Ah, ich hab 70, Mist. Wurde der denn rausgeschossen? Hier da hinten. Kommt grad nicht hin. Unterhalb des gelben Pings. Nee, der war. Kammeln wir immer noch beim Spawn rum. Einer ist hochgelaufen zur Treppe. Bestimmt Läsion. Ich gehe mal oben über das Zimmer über dem Drogenlabor. Ich werde entdeckt. Die Kamera auf mir, Echo? Was? Ja, außen, ja, nee, die Außenkamera vorne. Also, über dem Drogenlabor ist frei der Eingang mit der Treppe. Da latscht aber eben in der Nähe rum. Das Holz klingt anders, wenn man es zerschlägt. Nein, Läsion hat mich jetzt in die Schrotflinte, oder? Ja. Die Entfernung, ey. Ich weiß nicht, wobei er zwei Schüsse abgegeben. Ich drücke immer noch X zu markieren. Ich mach Dauerfeuer und er kann da einfach. Jetzt war auch im Drogenlabor. Einer der potenziellen Gewinner geht. Der Bohr. Der Popel. Ah, noch einer was, ne? Wir gewinnen jetzt. Den wird's zu einfach. Ah, mobiler Schild ist noch da. Ja, vielleicht, hat vielleicht ist er jetzt drin. Läsion hat auch einen. Was hat Läsion? Auch wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Den Raum. Warum die Luke zu? Nicht Läsion.
Mist, der mobile Schild ist immer noch nicht nachgewachsen. Fuse können hier trotzdem böse fusen. Irgendeiner hat. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. So. Tür abgesperrt, sagt Kaschle. Mist. Zu langsam. Beschützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Böses Auge eingesetzt. Die mit ihren Kack-Kamerazerstörungen hier, die blöden Gegner. Die letzten drei. Tapst doch einer. Jetzt hätte ich schon alles zugekaschelt. Alle die Munition. Lade Munition. Die Spritze ist. Jetzt machen die Kamera kaputt. Schweine. Hier über uns. Böse Auge. Hier. Hast du das böse Auge platziert? Nee, nee. Ich hab gar nichts. Total bescheuert hier drin. Die Banner macht wieder was auf. Ich spreche. Nein. Die Luke ist Kamera offen. Ist rein. Luke bei uns ist offen. Ja, Kamera ist da oben rein. Granate. Okay, ist weg. Ich setze den Sensor ein. Ich halte die Nadeln vor. Hier ist eine. Also, okay, ja, hier unten. Gegenüber von der Eingangstür. Okay. Das ist hier im Vorhang. Auf deinem Mann. Oh man, der Luke ist jetzt eine Gummi, ne? Immer noch hier draußen. Okay. Jetzt aufgemacht worden. Hoppala, es war glaube ich Sophia. Wurde entdeckt, scheiße. Kamera ist bei mir drin. Gegenüber ist offen. Ja, gegenüber der. Okay. Au, von oben! Oder von der Kameradurchfahrt. Ach hey je, habe ich eine Kackposition jetzt. Ja, das ist irgendwie nicht da. Und mein jetziger auch nicht. Ich krieg dauernd hier Sophia-Kram ab. 15 Sekunden noch. Ein Kämpfer des oben wieder. Sicherung des Biogefahr. Nee, Maverick hat sich noch gemacht. Maverick gegenüber mir. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindern. Ein Gegner verbleibt. Gu hat irgendwo gegriffen. Ob der noch die Gummine drin hatte, der letzte jetzt? Weil der da hinten eine Gummine mitgenommen. Dieser Kack Maverick wieder. Nicht von oben, sondern von da hinten, wo du hingeschossen hast. Hat er sich ein klitzekleines Loch wieder gemacht. Da noch zwei Gegner. 4-4-4 habe ich stehen. 2-1-3. Ich kann nicht zählen.
Reaktor aussehen muss man anders. Die 5 hast du vergessen, du hattest gerade einen Ping von 4-6. Da hattest du 2, 1, 3, 4, 6. Das hätte ich ja. Komisch, da machen die Gegner uns fast platt und dann gehen sie raus. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Wo bin ich denn? Ich drücke immer eine Shift-Taste zum Beschleunigen. Das mache ich übrigens auch. Das habe ich auch schon bei anderen Spielen gemacht. Ja. Zum Beispiel bei Far Cry mache ich das auch ständig, obwohl das da noch nie ging. Aber Battlefield 4 hat geprägt. Hinten oben. Nein, wir kennen doch erst 2. Nein, oh. Ich kann noch ein paar Kerlchen Gasgranaten kaputt machen, wenn er die schon mal platziert. Er kann ja bloß eine platzieren. Noch 5 Sekunden. Das wäre mal ein Anfang. Weil sonst zündet er. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Da war das Ding. Ich mache noch die Kamera-Haupteingang kaputt. Stacheldraht wird hier irgendwo gelegt. Das klang wie oben. Hier, da sind sie beide. Beide rot markiert. Jetzt komme ich nicht an die Kamera. Ach, was mache ich denn? Falsche Taste. Scheiße. Jetzt habe ich mich geblendet. Ist selbst geblendet? Komme ich nicht rum. Jetzt sind sie abgehauen. Das ist viel zu weit oben. Da komme ich niemals ran. Ja. Einer steht bei dem Drogenkram. Rot markiert. Na, jetzt nicht verlieren. Ich gehe mit Merrick oben lang. Ja, Merrick macht erstmal voll im falschen Raum auch. Endlich mal. Hat's mal wieder geklappt. Gegner neutralisiert, eigener Druck erfolgreich. Merrick hat erstmal in dem Vorraum da aufgemacht. Von links oben auf. Wollte für Verwirrung stiften. Den einzigen, den er verwirrt hat, war mich. War ich. Jetzt haben wir gar keinen Gegner mehr, hat doch einen noch. Na, und der schießt ja wieder auf Platz 1. Na. Muss man nicht verstehen, oder? Dass die da einfach wieder rausgehen beim Stande von 1 zu 2. Ich will mich nicht beschweren und damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.